So, da sind wir wieder. Ein nächster Next Move Test mit dem Model 3 steht an. Wir fahren von Leipzig nach Erfurt und heute wollen wir mal weg von der Realität auf den harten Alltag einer deutschen Autobahn gehen und einfach mal schauen, was das Model 3 unter Dauerfeuer so zu leisten hat. Dauerfeuer heißt, so schnell wie es geht zu fahren, natürlich auch nur so schnell wie es erlaubt, Tempolimits entsprechend einzuhalten. So, wir sind jetzt hier ein Stück weit gefahren. Die Straße war noch nicht ganz trocken, da sind wir so ungefähr Tempo 200 gefahren. Die Autobahn ist relativ leer, also Tempo 200 fährt er ohne Probleme durch. Das Entscheidende sind natürlich auch die Kickdowns. Und das Spannende, was wir dann später noch sehen wollen, ist, dass wir hier am Rand so kleine graue Punkte haben, die also ein Speed Limit oder zumindest Stromlimit darstellen, dass mir aktuell nicht die volle Leistung bereitsteht. Also aktuell sind diese Punkte noch da, die vermutlich aber nicht daher kommt, dass der Akku zu warm ist, sondern noch nicht warm genug. Wir müssen also noch eine Weile schnell fahren, um ihn hier ein bisschen an die Konsequenzen zu bringen. Ah, jetzt ist interessant, jetzt haben wir den Akku auf Betriebstemperatur gebracht. Vermutlich, wir sehen also hier im rechten Bereich, dass wir hier keine grauen Punkte mehr haben. Wir haben auch links keine grauen Punkte. Das heißt, Betriebstemperatur ist erreicht. Jetzt wollen wir über die Betriebstemperatur hinauskommen. Dann wirft er also vorne seine Klimaanlage an, wird sich Luft reinpusten, wird also zunächst die Lüfter anwerfen und dann später auch noch die Klimaanlage, die mit 5, 6, 7, 8, 9 kW circa dann auch in der Lage ist, den Akku zu kühlen. Wir haben draußen 18 Grad, wenn freie Fahrt ist, noch 2, 3, 4 Kickdowns, vielleicht haben wir ihn dann schon in der Leistungsbegrenzung. Dann geht er hoch, rechts ein kleines bisschen Leistungsbegrenzung. Rechts die grauen Punkte sind der spannende Bereich unter der Akkuanzeige. Wir ziehen durch. Vorne ist Verkehr, mal sehen, ob die Platz machen. Also nicht. Chance für den nächsten Kickdown. Wind berghoch. Noch besser, berghoch und gegen Wind. Und da vorne wieder Verkehr, ich nehme mal weg. Gehen ein bisschen in die Reku, da kommt noch ein LKW, dann gehen wir wieder fett in die Eisen. Bremsen tut er auch. Das machen wir noch eine Weile. So, wir haben die Autobahn gewechselt und haben eine Freigabe und noch weniger Verkehr. Mal sehen, wie lange wir hier durchziehen dürfen. Straßentruppe. Trotz grauer Wolken am Himmel. Nächster Kickdown. Berghoch und nächster Kickdown. Das ist schon nicht mehr ganz so fluffig. So, jetzt haben wir ihn das erste Mal da, wo wir ihn hinhaben wollten. Wir sehen nämlich jetzt, dass das Strompedal an die Leistungsbegrenzung anschlägt und er nicht weiter Geschwindigkeit aufnimmt. Straße ist frei und die Punkte kommen näher und er geht im Speed nach unten. Also vielleicht nach dem 10. Kickdown von 100 auf 225 haben wir jetzt einen Punkt, wo wir ihn gegen die Wand gefahren haben. Die Klimaanlage arbeitet also garantiert volle Pulle. Wir haben zum Glück freie Fahrt und können uns das jetzt mal anschauen, was hier passiert. Kommt der Regen, aber wir fahren ja nicht so schnell und es regnet auch nicht, sondern es ist eher so ein Riesel. Es sind auch keine Kurven auf der Autobahn. Man hat hier ein bisschen mehr Mischung. Und auf die Plätze. Fertig. Go. Oh. Und ich gehe auf dem Vollstrom und es bewegt sich nichts. Auf die Plätze. Fertig. Go. Oh.
Batterie auf dem Vollstrom und es bewegt sich nichts. Das war eben lustig, als hätte ich irgendwo was falsch eingestellt. Aber es waren ein paar Sekunden und auf einmal geht doch wieder die Post ab. So, die Straße ist wieder frei, probieren wir es nochmal. Wir liegen übrigens bei einem Rundenzwang von ungefähr 35 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ist also nicht so, dass ich das Ding hier getragen hätte. Das ist mehr als das Doppelte des normalen Autobahnverbrauchs dieses Auto. Hat jetzt einen kleinen Tunnel hier, um sich zu erholen. Es hat ihm gereicht, sich den Akku wieder in den Bereich einer ordentlichen Temperatur zu bringen. Ich bin fast wieder voll. Von dem Gebiet zu gehen, geht noch ein bisschen von der Seite. Wieder Kickdown. Und jetzt sind wir wieder hier an der Leistungsbegrenzung. Jetzt sind wir wieder im spannenden Bereich. So richtig juckt sie nicht. Und 200 geht jetzt noch. Es geht berghoch und die Geschwindigkeit geht nach unten, obwohl ich voll auf dem Strompedal stehe. Man sieht schon, wie sich hier was tut, wie das Auto arbeitet, also sprich wie die Klimaanlage gegen den Akku arbeitet und sich in so kurzen Phasen immer wieder erholt und jetzt trotz berghoch wieder durchzieht. Also es ist schon ein kleines Stehaufmännchen, muss man sagen. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, dass sich nichts tut. Ja, ich stehe Vollgas, er braucht jetzt kurz, um zu überlegen, hey, der will jetzt Gas geben. Von hinten kommt was, aber das, dafür reicht es. Wir haben jetzt nochmal eine lange Gerade vor uns und gucken nochmal, was wieder geht. Eben noch beim Beschleunigen hing er kurz bei 90 fest, kein Strom genommen. Jetzt fahren wir wieder 200. Ja. Und obwohl es hier bergauf ging, wieseln wir wieder auf 210 Sachen hoch. Ja, und wir sind in Erfurt, gefahrene Strecke jetzt seit dem letzten Laden oder unser Test jetzt ungefähr auf der Autobahn, vielleicht 130 Autobahnkilometer, haben wir ihn natürlich im Akku heftig leer getreten. Aber so ist es halt auf der deutschen Autobahn. Wer schnell fahren will, kann mit dem Auto schnell fahren, wenn er es nicht so weit hat. Oder wenn er sich gerne am Supercharger rumtreibt. Ich hoffe, wir haben euch ein paar kleine spannende Einblicke in das Model 3 gewährt. Betriebszustände, die man im Rest der Welt nicht testen kann. Auf einer deutschen Autobahn kann man es testen. Es hat uns und unseren Nutzern sozusagen unter den Nägeln gebrannt. Mal sehen, was uns noch so einfällt an möglichen Tests für das Model 3. Kanal abonnieren und beim nächsten Mal wieder mit reinschauen. Tschüss!